Professor Fig, die Hüter haben mir den Ort der nächsten Prüfung gezeigt. Hat sich etwas geändert? Lord Gok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen, wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei der Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lord Gok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lord Gok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht, im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne Scrope, aber ich bin nicht sicher, ob er es mir sagen wird. Er ist der Familie Black gegenüber sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige, einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert die Zubereitung nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Das sind Demigeist. Ach du Heilige. Oh. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Ach du Heilige, ist das weird. Ich bin Professor Black. Nice. Das ist so cool. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Was kann der Schulleiter wollen? Gareth, Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht,
irgendwo sein? Ach, oh, Professor, ja, natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. Brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem guten Benehmen, Sir. Ich habe Sie im Auge, Mr. Weasley. Laut Mr. Redding vom Honigtopf sind kürzlich einige seiner Billywick-Stacheln verschwunden. Eine ausgezeichnete Trankzutat. Und ich weiß, Sie haben für Tränke durchaus was übrig. Was? Aber Sir, ich war noch nicht mal in der Nähe vom Honigtopf. Ich... Pah, Schluss damit. Seien Sie versichert, meine Augen und Ohren sind überall. Weitergehen, Mr. Weasley. Das ist mal was für mein Tagebuch. Wie schön, das ist so für Weihnachten. Oh mein Gott. Fast täglich frage ich mich, warum ich die Ernennung durch das Ministerium annahm. Professor Black, wie geht es Ihnen, Sir? Oh, hey. Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler, vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Also, oh mein Gott. Mit Professor Black stimmt etwas ganz und gar nicht. Professor, auf ein Wort. Oh Gott, schon wieder. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa? Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Gekündigt. Ja, mach das. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann trauere ich um die Zukunft unserer Welt. Das macht ja ein bisschen zu sehr Spaß, ja. Kommt hierher. Hey. Miss Broom. Auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom, und Sie werden so unsichtbar wie diese neue Fünftklässlerin. Sie ist nicht unsichtbar, Sir. Hab sie bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird doch auffallen. Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder was auch immer. Und nun aus dem Weg. Oh Gottes Willen. Professor, ich muss Sie wirklich sprechen. Hallo.
Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke, aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut, das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig. Professor Fig Zeit verschaffen. Im Hintergrund einfach Schlägerei. Das ist so schön. Scrope arbeitet so hart wie jeder andere Hauself auch. Hey. Scrope! Ja, ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Scrope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Stets reinblütig. Stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pour. Toujours pour. Da wäre noch etwas, Scrope. Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert. Riecht nach Salzwasser. Oh, Apollonias Tagebuch. Welche Überraschung, Meister. Was soll Scrope mit diesem Schatz, Müll, anstellen? Was immer du willst, Scrope. Behalte diesen Schatz ruhig. Und jetzt ab mit dir. Oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Oh, oh Gott. Oh. Oh shit. Oh shit. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Fig hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Eieiei. Oh, es ist so schön. Sitzt Sebastian am Tisch? Ich sehe ihn nicht. Betritt das Büro. Junge. Ich bin mittlerweile so selten im Schloss. Das ist richtig sad. Ist das dasselbe Büro wie von Dumbledore? I can't.
Alter, ist das weit weg. Ui. Was ist denn hier los? Schick. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Toujours pur. Rebellio. Hallihallo. Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. Dum, 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 dum. Frag mich, muss es ja irgendwo auch die Motto geben. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Rebellion. Schlafende Porträts. Nicht alle Schulleiter und Schulleiterinnen genießen die täglichen Herausforderungen der Leitung einer Schule für Hexerei und Zauberei. Manche ziehen es vor, bei Möglichkeit ein wohlverdientes Nickerchen zu machen. Oh mein Gott. Wie toll. Wirbel in Braun. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Kaufbeleg: Haarwasser, Bartwachs, Bundimon-Pomade. Kam mit Perlmuttgriff, Rückkratzer mit Goldgriff, Doxizid. Nur zu einem sehr kleinen Teil bezahlt, der ausstehende Betrag wird dem Ministerium in Rechnung gestellt. Okay. Oh. Wie toll. Dumbledore's Büro. Hallöchen. Rebellion. Der sprechende Hut. Dieser verzauberte Hut wurde von den vier Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der vier Häuser der Schule einzuteilen. Mithilfe der Legilimentik kann der sprechende Hut in den Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen. Okay. Das muss das Podest sein. Bereit. Hui. Huch. Wo bin ich? Oh. Professor Fitzgerald? Hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Ey, wie cool ist das denn? Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Oh.
Oh mein Gott. Ach du Heilige, wie geil ist das denn? Gott, sind die gruselig. Wie cool ist das denn bitte gemacht? Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Die Armen. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neve muss hier irgendwo sein. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Eine Treppe. Geht er denn auch mal weg? Wow. Der Tod. Gemacht. Ich kann nicht mehr. Kann sowas sein. Eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt? Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Vorbei. Oh mein Gott. Die machen so gruselige Geräusche. Verschreckt meine Spucke eingeatmet. Go away, what the hell? Bitte weg.
Chance. Aber wie denn? Oh mein Gott. Dort geht es weiter. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Ey, wie krass das einfach aussieht. Heftig. Hier geht's weiter. I'm impressed. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Heilige Makrele. Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Das ist der Elderstab. Lassen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Der Elderstab? Ich kann nicht mehr. Ich habe noch nie so viel Macht gespürt. Ui. Aha. Okay. Mein Gott, wie geil! Musst du gerade hierher kommen, wenn ich kämpfen muss, Alara? Kannst du bitte so bleiben? Ey, oh mein Gott. Heilige Makrele. Man
sieht halt immer gar nicht, wer gerade markiert ist. Das ist eine große Arena. What? Shut up. Hoppala. Noch einer. Alter, es ist so cool. Wir kämpfen einfach mit dem Elderstab. Hey, hey. Hey, hey. Achso, ich dachte, ich muss... Oh, Gottes Willen. Alter. Autsch.
Now you mad? Leute, wir kämpfen einfach mit dem Elderstab. Guck mal, wie cool das einfach ist. Ich komme gar nicht drauf klar. Boah, meine Augen brennen so sehr. Weiß nicht warum. Hammer. Krass. Jo. Ein schlichter Stein. Der muss für mich sein. Aha, die Heiligtümer des Todes hier. Oh, es ist so cool. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Neve ist tot. Liebe, süße Neve. Tot. Neve, warum? Möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Ich heule gleich. Das ist gerade alles so schön. Das ist so toll. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Das ist alles so hell, aua. Isidora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isidore. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Nee. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isidore. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin.
Uiui. Das muss auch mal sein. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Stimmt. Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isidora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft? Und sie sich auch noch zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass sie nach ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Renrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja, und sie hat Professor Fitzgerald, genau wie ihrem Vater, Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorher nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbor zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Hoffentlich höre ich bald was von Lodgok. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Heldenhaft mit Heiligtum. Oh, ist das so cool. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Ja! Professor, was wollten Sie sagen? So, Sebastian. Na dann, ich freue mich. Ich habe ihn schon vermisst. Ich kann sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flugzeug war. Wo bin ich denn hier gelandet? Einfach in einem Lager. Aber wenn du nicht so viel isst, schaffst du tatsächlich. Mach dich langsam. Ist weniger, dann natürlich. Aber wer will schon schnell sein? Haha. Klasse. Junge. Chill mal. Ja.
Gegen den Tod höchstpersönlich gekämpft. Du kannst mir nichts. La 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 la. Einfach mal so ein bisschen. Ui. Bisschen trainieren. Komm, schieß auf mich. Mein Gott, also... Sebastian, ich komme zu dir. Bin bereit. Rettung, ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Gleich zwei Aufgaben mit dir. Hey. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Nee Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerung in einer bestimmten Reihenfolge. Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Oha, ja klar. Natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Finden wir heraus, warum uns das Triptychon herführte. Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ja, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Komm, Sebastian. Weißt du, kannst du aufhören, mich anzumaulen? Ich freue mich jedes Mal. Mann, ey. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, weißt du, und du maulst mich an. Hallo? Niemand da, da ich sie schon alle erledigt habe. Na Sebastian, ich bin dir ein paar Schritte voraus da hier. Da sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Ohm. Nicht unbedingt. Hallöchen. Das weiß ich. Ach, na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Sebastian hat schlecht geschlafen, glaube ich.
Ich glaube, hier kann ich nicht mehr fliegen. Oh. Ich finde es süß, wie süß mein Charakter noch so auf seine Zickereien reagiert. So. Okay. So. Was das du sagst. Muss in der Nähe sein. Ja, ist es auch. Tötet alle Eindringlinge. Da sind sie. Los geht's. Warte mal, wir brauchen einen Plan. Ich hab genug von Plänen. Wie unverschämt. Ach so, jetzt. Jetzt rennt man wieder zurück, oder wie? Na? Zufrieden? Ihr habt es nicht anders verdient. Was sollte das denn? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Gehen wir weiter. Ehekrise. Ehekrise. Ach, Sebastian. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis. Was immer das ist. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Kommst du? Ach, Sebastian. Ein Moment. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Im Endeffekt hast du recht. Weiß ja nicht, ob die dunkle Magie ihn ein bisschen verändert. Hm? Sebastian, hast du bisher ein Crucio im Kopf? Ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Warte doch. Jen, warte. Warten. Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist.
Aber jetzt vorzupreschen könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Ach, hör schon auf. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht deine Feindin. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir das letzte Stück des Triptychons finden wollen. In Ordnung. Yay. Juhey, Sebastian. So, juhey. Da habe ich ja wieder meinen alten Boyfriend zurück. Ja. So gehört sich das. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. So weit, so gut. Charmant. Spinn. Spinn. Wie passend. Oh boy. Ach, Sebastian, ich mag dich doch, wenn du so lieb bist. Disgusting. Ew. Aggressives Alter. Selbst fast nicht besser gekonnt. Wohin geht's denn hier? Dort muss ich scheinbar hin. Ich möchte nämlich die leckeren Truhen nicht verpassen. Hier ist nix. Und die Truhe wäre abgestürzt. Oh, ui. Mindestens 3 Schubser, denke ich. Da bist du schon ein kleiner Klugscheißer, ha? Huh? Sebastian, bist du ein Klugscheißer? Aber keine Sorge.
alles gut zwischen uns bisher. Wow. Was zum Fuckery-Boo ist mit meiner Kamera passiert? Also, keine Ahnung, was mit meiner Kamera los war. Ich hoffe, das war nicht lange so. Unglaublich. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Ich bin voll reingelaufen. Nervige kleine Biester, nicht wahr? Wahr. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Ja. Komm, Trinko. Pfui. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Deinen Arsch. Hier los. Ui. Die Hölle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Okay. Rune Nummer 1. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. True. Meine Lippe blutet. Habe ich mir ja draufgebissen. All die Truhen. Ist das Glück oder Instinkt? Puh.
Endlich können wir hier raus. Rebellion. Gut, dann kommen Sie mit. Mir ist ein Durchbruch geglückt. Die Fähigkeiten, die ich mit meinen Lehrern verfeinert habe und die mir geholfen haben, solch schöne Säulen zu beschwören, werden in der delikaten Angelegenheit, der ich mich nun widmen werde, noch viel mehr vonnöten sein. Es fühlt sich etwa so an, als würde ich eine Erinnerung entfernen, aber der magische Vorgang ist ein völlig anderer. Als ich auch das leiseste Flüstern des Schmerzes gleich über dem Herzen aus meiner Brust zog, erschien ein dünner und flüchtiger Nebel, der sogleich begann, sich aufzulösen. Ich empfange eine Woge von Erleichterung, gerade so, als wüsste ich ganz genau, dass ich das Richtige tat. Nun frage ich mich, ob dieser Nebel nicht aufbewahrt werden könnte. Wenn wir Erinnerungen in einem Denkarium aufheben können, muss doch auch dieses Extrakt für genauere Untersuchungen aufbewahrt werden können. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Rebellio. Löchen. Hier ist alle tot. Digga! Bist du dumm? Hab ich dir gesagt, du sollst mich angreifen? Ich glaube, es hackt. Bombardieren einfach. Sag mal. Come, Ringo!
Alles gut bei dir. Miese Truhe. So. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Ganz toll. Vielleicht können wir es reparieren oder so. Tatsächlich. Das ging tatsächlich. Hätte ich mir nicht gedacht, weil es hat es irgendwie nicht so angezeigt. Aber gut. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Gut. Wir müssen da hoch. Wie wär's, wenn du mal hierher kommst? Sebastian? 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 Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hey, Boy. Ich weiß, du bist nervös, aber... zum Draufstehen. Auch Sebastian. Ja, wir brauchen was Stabiles zum Draufstehen. Weißt du, mach dein Ding. Ne? So. Da ist noch was. Es war eine solche Freude, meinem Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wiederzuhören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich es vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie sind alle so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit alleine fortführen. Wenigstens für den Moment, aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Hast du was gefunden? Einen Tagebucheintrag. Isadora war hier. Komm. Wo geht's denn hier hin? Hi, Sebastian. Fast haben wir uns geküsst. So. Nach all den Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Das hört sich an nach vielen Spinnen. Rebellion. Ah. Da geht's wohl nicht hin. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Noch eine Barriere. Sie bestimmt durchbrechen. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein.
Revelio. Ich fühle, wie meine Fähigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern konnte, nimmt täglich zu, so viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass diese Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt. Oder dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee, sie ist nicht ohne Risiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert. Gute Nachricht? Dieser Tagebucheintrag klingt beunruhigend. Ach, das können wir durchbrechen. Da ist aber eine Truhe. Schön. Ah, hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Ne? Dieser Ort kann nicht nur Isadora gehört haben. Aber das Triptychon führte uns her. Revelio. Die Truhe ist offen, ne? So, das sind wieder Runen. Sebastian, du musst rüberhüpfen. Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Okay. Revelio. Eins, zwei. Okay. Siehst du mal. Ein weiterer von Isadora geschaffener Bereich? Isadora muss hier mit alter Magie geübt haben. Wie konnte ich mich nur so täuschen? Die Schulleiterin weigert sich, mir zu helfen. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad geebnet habe, dem sie nach mir folgen können, einen Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen zu vollbringen, was ich nicht kann, die ganze Welt heilen. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Revelio! Wie komme ich dann hoch? Ach, hier. Da bin ich mal ein bisschen blöd, oder wie? Sachen einsammeln hier. Gut. Dann lesen wir mal, was sie da angestellt hat. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren.
Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Oje, oje. Let's go. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Das ist das. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frage mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Oh Gott, ich bin gespannt. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Kobold Silber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Das haben wir doch schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist.
Ich weiß nicht, wie Isidore das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie nicht tun. Die Hüter glauben, das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, das ist eine komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isidora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Sebastian hat einen Plan, wie er mit Anne sprechen kann, ohne dass Solomon davon erfährt. Er möchte, dass wir uns vor dem Dorf treffen. Ich habe einen von Renrocks Bohrern in einer Mine an der Küste gefunden. Ich beabsichtige, ihn zu zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie sind herzlich eingeladen, mich zu begleiten, aber wenn ich sie dort nicht antreffe, werde ich sie ansprechen, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für sie, Ludgok.